Und herzlich willkommen zum Flight Simulator 2023. Also Grant me fast. Hui. Hui. Wow, ich habe richtig viel. Sag schon. Dings und so. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht schneller fliegen, als der Mapchen nachspawnen kann. Ansonsten hat natürlich der Plant Life keine Chance, seine Schätze zu pflanzen. Siehst du, wie hier die ganzen Schläuche jetzt nachgepflanzt werden? Und das ist halt the magic vom Captain Mapchen. Dass der halt die Sachen dann pflanzt, wenn die Sachen bereits generiert, also wenn die Map bereits generiert wurde. Und deshalb müssen wir den halt auch, deswegen müssen wir halt aufpassen, dass wir ihm auch Zeit geben dafür. Oh, da hinten ist noch eine Pyramide. Wobei ich da jetzt nicht reingehen würde, weil wir sind da jetzt gerade und deswegen hier so schnell unterwegs, weil wir gerade ein bisschen, naja, cheaten. Und daher wäre, wenn wir jetzt da jetzt reingehen, wäre das ein unfairer Vorteil. Von da lasse ich das einfach mal. Ja, hier ist richtig Wüste. Alter, draußen zieht sich gerade zusammen, ey, heilige. Also, es wird nicht dunkel oder sowas, aber es wird halt bewölkt und sehr windig. Ich finde es immer witzig, wie so die ganzen Schläuche mal im Nachhinein erst aufploppen. So. Hier ist auch keine neuen Pflanzen, ist auch alles der alte Einheitsbrei. Gucken wir hier nochmal lang. Aber sieht alt nicht gut aus. So, Sonne geht da unter, also ab in die Richtung. Oh ja, jetzt hat der Laptop auch nicht zu rödeln. Fein. Und dabei ist mir gerade wirklich zum Weinen. So, das Gebiet hier passen wir mal in aller Freude. Spooky. Ach, noch eine Pyramide. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Alter, hier ist ja wirklich massig Dingster und Bumster. Guck mal. Das sieht richtig wie das Wasser. Nur an der Oberfläche generiert wurde und jetzt erstmal den Weg nach unten nimmt. Oh, ist aber ein hoher Berg hier. Ich kann auch mal diesen Nick-Modus aktivieren. Ach ja, die haben ja die Tastenbelegung dafür geändert. Warum ist das eigentlich... Diese UI-Scaling und da mein Test funktioniert halt nach wie vor überhaupt nicht, ne? So, wo ist dieser Nick-Modus? Hier, Nick-Bewegung. P. Speichern. Ah,
Jetzt fliegen wir nämlich immer dahin, wo wir hingucken. Also gerade wenn wir nach oben gucken, fliegen wir nach oben. Und wenn wir nach unten gucken, fliegen wir nach unten. Wer sich wundert, warum wir jetzt gerade nicht nach unten fliegen, ist, weil ich die W, also die nach vorne und die nach oben Taste gleichzeitig drücke. So fliege ich quasi immer diagonal. Und wenn ich mich ein bisschen weiter nach vorne drehe, fliege ich höher. Und wenn ich mich ein bisschen weiter nach unten drehe, fliege ich nach unten. Quasi wie so ein Hubschrauber. So fliege ich schon mal sehr gerne, wenn ich nach Gebieten suche. Mein Laptop ist am Limit. Am Limit ist mein Laptop. Warum ist der denn am Limit? Weil Carpet in der Map-Channel so scheiße ist. Na gut, scheiße ist er nicht. Er ist halt nur sehr ressourcenhungrig. Dieser Map-Channel, Alter, geht's hier runter. Holy shit. Ja, hier macht das mit dieser Lickbewegung richtig Spaß. Einfach so eine Klippen lang zu fliegen. Hui, hui, ah, guck mal hier. Aber nichts Neues, nichts Besonderes. Außer wieder wilde Baumwolle. Und Kaffee. Und vielleicht mal hier oder da ein paar Ananas. Ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich weiß echt nicht. Wie wir an diese neuen Sachen rankommen sollen. Vor allem, wir finden ja auch die anderen Sachen nicht. Ne? Also ist ja nicht nur, dass wir hier die Sachen nicht finden, sondern auch so das hier finden wir nicht. Und das ist einfach von der Farming-Mod. Oh. Mindestens das müssten wir ja finden. Und das hier oben auch. Oh, jetzt ging es aber heftig. Oh. Das Witzige ist, man kann auch mit diesen beiden Sachen keine Gerichte machen. Das heißt, vielleicht sollte man es doch einfach. Einfach damit abschließen. Ich meine, das haben wir jetzt. Und wie gesagt, ob wir die beiden Sachen jemals finden, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, die beiden Sachen sind wirklich einfach dafür gedacht. Naja, wenn man halt die Isabel-Mod installiert hat. Und die haben wir halt nicht installiert. Von daher gibt es auch bei uns keine Bäume, die die Sachen transportieren könnten. Alter, draußen geht gerade richtig los. Ich muss mal ganz kurz mein Fenster zumachen. Oder ich mache es zumindest sicherheitshalber. Hat zwei Vorteile. Erstens, wenn es reinringen würde, regnet es jetzt nicht mehr rein. Und zweiter Vorteil ist, gut, ich weiß nicht, wie stark ihr das überhaupt gehört habt, ob ihr es überhaupt gehört habt. Aber wenn ihr es gehört hättet, hört ihr es jetzt nicht mehr. So viel schöne Bäume. Aber es ist halt nichts in der Nähe, was so ruft, hier sind Bananen. Hier sind Orangen. Und hier ist seine Oma in Unterwäsche. Oh, die ersten Donner kommen. Oh, wo, 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 wo.
Ja, ich glaube mal, dass das hier einfach ein kompletter Reinfall. Wie soll ich meinen Kindern jetzt nur gegenübertreten? Ich habe 5 Folgen, naja, 4 Folgen, 4 Folgen damit verschwendet, gerade mal eine neue Sache zu finden und zwei Sachen vielleicht. Also das haben wir, glaube ich, sogar schon. Das ich glaube vielleicht auch schon. Also wirklich definitiv gefunden. Neu haben wir eigentlich nur Blackberries. Ansonsten gar nichts. Und da die schon hart deprimierend. Guck mal, neues Biom, jetzt hier auch mit diesen weißen Bäumen. Vielleicht gibt es ja hier was. Zum Beispiel Blackberries. Ganz neu, was ist das? Kenne ich nicht, ja. Mein Aldi hat sowas nicht. Guck mal hier, das ist auch eine Konstellation, die wir nicht so häufig haben mit dem ganzen Graszeug. Wer weiß, vielleicht hier, aber hier sehe ich erstmal nur Bären. Und das Zeug, was wir auch schon haben. Was auch immer das war. Auch das Zeug. Ja, ansonsten sehe ich hier nichts. Beeren, massig Beeren. Noch mehr Beeren, noch mehr Beeren. Ganz viele Blumen. Noch mehr Beeren. Man merkt schon an meiner ruhigen Art, in mir ist so ziemlich sämtliche Hoffnung verstorben. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, der Patient ist tot. Sieht auch nicht so aus, wie als wenn es irgendwelche wirklich richtig neuen Biome geben würde. Weil die Sache ist halt bei Etherwheel, das ist so, Orangenbäume wachsen tatsächlich relativ normal auf grünem Gelände. Bananenbäume hingegen, die wachsen wirklich bei richtigen eigenständigen Biomen. Da hast du ja dann halt so richtig Landstriche, die sind voll mit Bananenbäumen. Und sowas sehe ich, finde ich halt gar nicht. So, like, überhaupt nicht. Und da ist schon echt traurig.
Ah ja, zur Not. Müssen wir halt sagen, okay. Entweder leben wir halt ohne Bananen und Orangen. Oder ich erschieße mir, also mit Give Me Befehl gebe ich mir eine Banane und eine Orange und versuche die Sachen dann hoch zu kultivieren. Wobei ich auch gar nicht weiß, wie das überhaupt geht. Braucht man dafür nicht Saplings? Und eben Saplings kannst du hier gar nicht bauen. Na gut, auf jeden Fall. Ja, das hier wird schon mal nix. Von daher war es an der Stelle auch erstmal mit dem Rumfliegen. Ich würde mal nochmal nach, ob wir nicht vielleicht doch schon Apfelsine haben. Vielleicht war mir sogar so, als wenn wir schon irgendwann mal irgendwas mit Apfelsinen gemacht hätten. Aber kann auch sein, dass ich das mit einem anderen Let's Play verwechsle. Schnauze. Nee, hier ist nichts mit Apfelsinen oder so. Nö. Weil die Sache ist auch. Alter. Die Sache ist auch, selbst wenn ich jetzt, da hinten ist schon leer. Ja, schon sind die Dinger wieder voll aufgeladen, ne? Voller Benutzung, ne? Ist es gerade unten unsere Anlage, die so viel Strom zieht? Warum ist eigentlich gerade mein Server so ausgelastet? Holy shit. Okay, die Anlage ist ruhig. Ist hier nämlich mittlerweile was drin? Oh. Lol. Und hier ist alles ruhig. Alles leer. Nice. Wo kommt hier das eine Mesekorn her? Alter, draußen regnet es gerade richtig extrem. Oh. Kann sein, dass ich hier mal wieder als Administrator irgendwas gemacht hatte. Und dann dabei eine Miete verloren habe. Ja, auf jeden Fall ist die Anlage erstmal ruhig. Aber wenn ich meine Anlage so nur vorauslassen erzeugt. Was verursacht dann gerade die hohe Auslastung? Vor allem, ich empfange auch relativ viele Daten, so als wenn ich hier so viele Daten empfange. Ja, gut, ich gucke kurz so raus. Ist die Daten weg? Ja, ne, an mir liegt es nicht. Mein Server ist immer noch so ausgelastet. Macht da gerade Roland irgendwas Heftiges? Scheint ja gerade die Post abzugehen. Oder sie draußen am Sturm. Draußen geht aber auch gerade die Post ab. Nee, die Anlage ist auch aus. Ah ne, guck mal, die Anlage ist sogar noch an. Lol. Ja, die Anlage scheint so echt nicht zu laufen, solange wie keiner da ist, ne? Ja, guck mal hier, also. Machen wir erstmal kurz hier mal kurz ein bisschen aus. Ja, ist aktuell die einzige Möglichkeit, die Anlage auszuschalten. Aber ich glaube nicht, dass es an dieser Anlage liegt. Weil hier ist ja gerade keiner. Und wie gesagt, mein Server sendet auch gerade sehr viele Daten. Also es muss irgendein aktiver Spieler sein. Und es kann eigentlich bloß Roland sein. Wir besuchen ihn mal. Mal schauen, was der gute Junge macht. Ja, er steht wieder nur rum. Ja, ist wieder komplett AFK, der Junge.
Oh, das ist eine Anlage wieder kaputt. Oh nee. Ich heule. Alter. Status. Ah ne, sind nur wir beide angemeldet. Das Problem ist, ich empfange aktuell so um die 100 Kilobyte. Na gut, okay, das schwankt zwischen 100 und 150. Na gut, ab und zu geht auch relativ hoch. Aber das muss also wirklich die Anlage sein, die gerade extrem viele Daten sendet. Nur warum lasse ich gerade mein Server so extrem aus? Oder auch sonst nicht. Ich meine, die Anlage läuft ja andauernd. Die Anlage hier ist mittlerweile ruhig. Die kann man hiermit immer relativ gut abwürgen. Aber... Ah, Torvis ist dem Spiel beigetreten. Hoi. Oh ja, gut. Halt. Achso. Was wollten wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade komplett raus. Ah, genau, wir wollten gucken wegen Pflanzen, aber da ist ja nicht so viel zum Gucken. Und ich wollte hier nochmal ein bisschen was reinpacken. Nee, scheinbar nicht. Ja, die Anlage, die scheint aktuell richtig viel Saft zu ziehen. Problem ist halt, durch die Schilder sieht man jetzt nicht mehr, welche Anlage aktiv ist, welche nicht. Ich hätte die Schilder eigentlich mal hier ranklatschen sollen. Aber der hätten sie halt schon wieder so in der Luft geschwebt. Und das, naja, wäre halt hauchhättlich gewesen. Aber zuerst scheint die Anlage jetzt ordentlich zu laufen, weil, wie gesagt, die Batterien sagen mir, dass die Anlage mehr Strom liefert, als wir liefern. In Spitzen. Das ist natürlich schon ordentlich. Leute, brauchst du echt zwei AKWs, um eine Kaskadenanlage zu befeuern? Das ist ja heftig. Aber ist ja schon mal wieder leer. Und der ist wieder voll. Also in Spitze ziehen die Dinger ab und zu mehr. Und das wird auch ganz gut, dass wir diese Batterien haben. Weil jetzt kannst du mal so ein bisschen abpuffern. Gut. Das heißt, dann könnten wir jetzt tatsächlich eigentlich so ziemlich mit dem weitermachen, womit wir letztens aufgehört haben. Und zwar hier. Hier ist hoffentlich das. Ich räume jetzt mal kurz mein Inventar aus. Das geht ja mal gar nicht. So, siehst du, was wir mal gucken können, ist. So. Hauptfiat-Batterien, Erdbeeren haben. Sind das diese Erdbeeren? Nee, ne? Nee, sind echt andere Erdbeeren. Und zwar welche, die wir noch nicht haben. Lol. So viele Erdbeeren. So, die Dinger hier sind auf jeden Fall neu. Die kommen also... Ich packe euch beide mal dahin und dahin. So, das grüne Zeug hier. Haben wir das jetzt eigentlich schon irgendwo? Nee, aber echt noch nicht. Okay. Dann ist das also auch neu. Dann packe ich dich mal hier oben mit hin. Haben wir also zwei neue Sachen gefunden. Gut. So, die beiden Sachen müssen wir haben. Das bist einmal du und einmal du. Perfekt.
So, und das Zeug, wie gesagt, da haben wir auch schon massig. Das haben wir ja oben in unserer Blumenkiste. Und wo wir halt keinen Plan haben, wie wir das Zeug anpflanzen. Die Frage ist, kann man damit überhaupt was machen? Na gut, Blöcke. Na gut, das ist natürlich. Und kochen natürlich, klar. Aber jetzt spezielle Sachen, damit kann man nichts machen, außer irgendwelche komischen Blöcke hier. Ja. Na gut, dann drauf geschissen. Blumen haben wir hier unten, oder? Die haben wir Farbe. Blumen haben wir hier, okay. Aber haben wir mal wieder ein paar neue Blumen. Blau haben wir jetzt wieder ordentlich. Rot haben wir mittlerweile auch ein paar. Grün brauchen wir gar nicht so sehr, weil grün Farbstoffe bekommen wir hinten durch die Kaktusse. Was halt fehlt, sind die anderen vier Grundfarben. Also Gelb, Blau und Rot. Das ist halt so da. Ne, und natürlich Weiß zu mischen. Wobei, Weiß bekommen wir durch Bauernmehl, oder? Irgendwie so war das doch. Ah, genau. Durch Bauernmehl bekommen wir Weiß. Ja. So, und Schwarz ist klar. Schwarz ist hier unten dieser Kohlenstaub. Das heißt, wir haben jetzt so ziemlich alle wichtigen Farben beisammen, um so die meisten Sachen machen zu können. Ist doch gut. Ist doch geil. So. Boah, da. Voll der Frosch im Hals. Ich muss mal überlegen. Wo haben wir den ganzen Stuff? Achso, in den Backpacks. Um den Tunnel weiterzubauen. Ach ja, siehst du, haben wir auch noch Sachen, die wir so aussortieren können. Was haben wir alles für einen Scheiß, sag mal. Also du bist der Gold. Du kommst erstmal nach da. Du kommst auch nach da, du auch. So. Werkzeuge kommen erstmal da rein. Ob wir die jemals verwenden werden, I don't know. Mal gucken. So, Mäse. Kommt nach da. Wo haben wir Feuerstein? Haben wir Feuerstein hier mit bei oder wo? Ja, haben wir. 56 haben wir schon. Oh, mit dem Geld, Alter, da muss man irgendwas machen können. Kann ich mir irgendwas kaufen oder was Schönes? Gucken wir nächste Folge. Jo, bis dann.